Morgen Leute, hier ist Heike Hab Christian. Ich dachte, dass ich euch heute mal wieder durch meinen Tag nehme. Es ist Samstag nach einer unfassbar stressigen Woche und ich muss ein paar Erledigungen machen. Ich wollte Rennrad fahren, weil es heute tatsächlich mal sonnig wird und es mal nicht regnet und es mal nicht unfassbar windig ist, dass man ständig weggeblasen wird. Und jo, ich gehe noch in die Bib, muss jetzt erstmal noch neue Bremsbeläge fürs Fahrrad kaufen, also neue Bremsschuhe. Und jo. Folgt mir einfach durch den Tag. So, darum wollte ich mir neue Bremsbeläge kaufen, weil das hier ist der alte. Und so sah er mal aus. Also, ja. Auf zur ersten richtigen Tour im Jahr 2017. Das hat auf jeden Fall gerade extrem gut getan, einfach mal wieder Rennrad zu fahren. Ich glaube, heute ist auch der wärmste Tag des Jahres bislang, 16 Grad oder so. Ich bin hier jetzt auch in meiner kurzen Radhose unterwegs und fahre jetzt einfach mal die Strecke. Ich habe es jetzt bis nach Essen-Kupferdreh geschafft. Das ist ein Stadtteil von Essen, in dem ich noch nie war. Und hinter mir ist irgendwie so ein Eisenbahnmuseum. Jedenfalls bin ich jetzt doch ganz froh, dass ich mein Fahrradschloss mitgenommen habe, denn hier ist irgendwie auch so ein kleines Stadtzentrum und ich werde einfach mal das Örtchen, den Stadtteil von Essen hier mal angucken. Vielleicht was bei DM kaufen zu essen. Hier ist so ein voll cooles altes Bahnhofsgebäude. Und ich muss jetzt, glaube ich, dahin. Juhu. Und ja, ich gehe da jetzt übrigens auch in diesem Outfit rein. So, ich mache jetzt hier an so einem Ding, an so einem Platz, Pause. Das habe ich mir gerade bei DM geholt, Räuchertofu, und weil ich so ein Hipster bin, ein Hipster-Smoothie. Ich glaube, das ist irgendwie Gurke, Apfel oder sowas. Ja, Gurke, Apfel. Den Räuchertofu werde ich jetzt tatsächlich so essen, weil ich so ein Hipster bin. Und seid ruhig merkwürdig, Leute, seid ruhig so, wie ihr seid, denn das bin ich auch. Das ist lecker. So, weiter geht's am See entlang. Wie ihr seht, das Ruhrgebiet in Essen insbesondere ist halt einfach mega hässlich, ne? Lohnt sich einfach überhaupt nicht hier hinzufahren. So, ich stehe hier jetzt auf noch einer Staumauer. Da ist, wie ich euch gerade schon gezeigt habe, Essen-Kettwig. Und da hinten, ich kann mal ranzoomen, da seht ihr so eine Brücke. Und das ist, glaube ich, die Mintarder Brücke, wo die A52 drüber fährt. Da möchte ich hin. Und da hinten, ich glaube, da irgendwo so, ist so ein ja, Schloss, größeres Anwesen, so auf dem Hügel. Da kann man hin. Ich weiß nicht, ob das da ist oder da irgendwo. Muss ich mal schauen. Da wollte ich jedenfalls auch hin. So, ich laufe jetzt hier hoch. Und wenn ihr euch fragt, warum ich mein Rennrad trage, das liegt daran, dass hier Kopfsteinpflaster liegt. Und nein, nein, nicht, wenn es so lang ist und nicht, wenn das eine Steigung hat. Das ist halt der Vorteil an einem Rennrad, dass es so leicht ist, dass du es einfach mal so, ne, armfrei über die Schulter packen kannst. Ich freue mich trotzdem, wenn ich gleich oben bin. Also, laut dieses Infoschildes reicht der Ursprung dieses Schlosses hier bis ins Mittelalter zurück. Wurde dann von den Thyssens gekauft und oder von August Thyssen gekauft. Ist jetzt seit 92 eine Seminarentagesstätte von ThyssenKrupp. Aber es ist ja echt super schön. Man ist quasi zwar unten direkt an der Hauptstraße, hier ist die Autobahn in der Nähe, aber es ist unfassbar ruhig, bis auf die Hunde, die da gerade irgendwie um die Wette bellen hinten. Und ich dachte, dass wenn ich schon mal mit dem Rennrad unterwegs bin, dass ich mal ein Video machen kann, was ich schon länger machen wollte. Und zwar, lohnt sich so ein Rennrad überhaupt? Irgendwie haben das jetzt ziemlich viele High-Carb-Veganer und ist das nicht nur so ein Fad, so ein Trend, den Freely und Durian Rider ja, erfunden haben, mitgebracht haben aus Australien. Und die Sache ist, ich weiß nicht, wie gut ich das beurteilen kann, weil ich halt nie Radfahren gehasst habe. Ich habe Radfahren immer geliebt. Ich hatte immer nur so, ja, Billigräder, sage ich mal, so 300-Euro-Räder. Und mit denen hat es dann irgendwann halt nicht Spaß gemacht, weil, ne, du bist halt nicht über eine bestimmte Geschwindigkeit gekommen. Und die waren unfassbar schwer. Es ist, als ob du eine Tonne Blei aus dem Keller schleppen musstest. Da hatte man halt irgendwie schon keinen Bock, wenn erst, ne, das ganze schwere Rad aus dem Keller hieven muss, um dann Rad zu fahren. Da hat schon mal irgendwie ein bisschen weniger Spaß gemacht. Aber es war nie so, als ob ich es ätzend fand. Ich bin total oft nach der Schule, habe ich einfach das Rad geschnappt, bin
losgefahren durchs Revier, hier durchs Ruhrgebiet. Und dementsprechend ja, war das Rennrad so ein Step-up für mich, so quasi meine Ausstattung zu verbessern. Und die Sache ist, ich habe damit unfassbar lange gezögert. Ich habe unfassbar lange gezögert, so, ist das wirklich was für mich? Und oh mein Gott, es ist ja so teuer, weil ein Rennrad ist teuer. Ein Rennrad ist wirklich teurer als ein normales Fahrrad, das muss man sehen. Ich habe jetzt, glaube ich, für meins mit allem drum und dran, weil ich die Pedale noch kaufen musste. Ich musste die Rennradschuhe dazu kaufen, weil die haben ja so, ne, wenn ihr das nicht wisst, beim Rennrad hat man in den Pedalen so Klicks, dass man sich in die Pedale so einklickt mit dem Schuh. Dass der Schuh quasi mit den Pedalen eine Einheit bildet, damit kann man halt, ne, du fährst sicherer und es ist halt effizienter, weil du nicht so rumwackelst, ne, mit dem Schuh auf den Pedalen. Die musste ich dazu kaufen. Ich glaube, ich habe im Endeffekt 1.300 Euro ausgegeben, 1.400 Euro, irgendwie sowas. Ich habe echt, auch als ich da beim Händler war, ich habe das bei Rose Bikes in Bocholt gekauft. Und echt, als ich dann diese vierstellige Zahl auf diesem EC-Gerät gesehen habe, dachte ich nur so, nein, oh mein Gott, ist das so viel Geld. Aber im Endeffekt kann ich sagen, dass der Gewinn an Lebensqualität, den ich dadurch habe, kann ich nicht in Geld ausdrücken. Also es macht so viel Spaß. Das ist es einfach. Es ist nicht mal so, dass ich mich irgendwie auf Rennen vorbereiten möchte. Ich werde nie Tour de France-Fahrer sein. Ich habe irgendwie keinen Bock, Triathlon zu machen. Gar nicht. Reizt mich nicht. Überhaupt nicht. Aber alleine dieses, ne, dass du, wie heute, ich wollte eigentlich nur zum Baldeneysee, wollte einmal im Baldeneysee rum, zack. Und mit dem Rennrad kannst du einfach mal so spontan 90 Kilometer fahren, weil du das nicht spürst. Weil das Rad ist so leicht. Du fährst, es fährt sich so leicht. Und damit kannst du so tolle Strecken zurücklegen. Das Einzige ist halt, ne, Radwege in Deutschland sind kacke. Du musst halt wirklich auf Straßen fahren. Ist im Stadtverkehr doof, aber sobald du einmal außerhalb der Stadt bist, ist es grandios. Es ist wirklich grandios. Ne? Wie hier, fährst dann halt einfach rechts auf der Landstraße oder so, wo es geht. Natürlich nicht, wenn es so eine richtig krasse Landstraße ist. Aber hier so eine Landstraße im Ruhrgebiet ist super machbar. Also trotz der hohen Kosten, die mit dem Rennrad verbunden sind, hat es sich für mich unfassbar gelohnt. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Ich würde es jederzeit wieder machen. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich fahre viel lieber Rad damit, als mit einem normalen Fahrrad. Selbst mal nur quasi für 3 Minuten in die Stadt, du merkst es einfach. Wenn du nicht sicher bist, mach mal eine Probefahrt bei einem Radhändler in deiner Nähe. Ich garantiere dir, du wirst es auch so sehen, dass es viel besser ist mit dem Rennrad. Ach ja, und dieser Smoothie, den ich mir vorhin geholt habe, dieser Hipster-Smoothie. Ich hätte lesen sollen, da steht kräftiger Smoothie drauf. Der ist Gurkensaft, ist ja voll okay, Apfelmark voll okay, Fenchelsaft, ich mag kein Fenchel, Grünkohl, Spinat, Zitronensaft, Salz, Matcha-Tee, Pfeffer. Das ist Tomatensaft Deluxe, also man kann es trinken. Es ist doch irgendwie lecker, wenn man die halbe Flasche oben hat, man muss sich echt dran gewöhnen. Aber erwartet jetzt keinen lecker süßen Smoothie, das ist Tomatensaft Deluxe. So, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg, fahre jetzt Richtung Mintarder Brücke, allerdings, ich wackel ein bisschen viel, allerdings keine Ahnung, ob ich jetzt noch bis mit Mülheim Stadtmitte fahren werde. Mal schauen, je nachdem, wie ich jetzt Lust habe. Weiß ich noch nicht. Werdet ihr ja gleich sehen. Aber, na, doch, ich glaube vermutlich schon. Das Praktische ist nämlich, dass wenn man in NRW studiert, hat man das Semesterticket. Und ich nehme ja mein Portemonnaie immer mit. Prinzipiell, wenn ich Radfahren gehe, einfach, ne. Für den GAU, dass was passieren sollte, weiß man, wer ich bin. Man kann mich identifizieren, man kann meine Mutter kontaktieren, ne. Aber ich nehme halt auch das Ticket mit und damit kann ich das Fahrrad kostenlos mitnehmen. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo in der Pampa landen sollte, ich komme immer irgendwie noch zurück nach Hause. Das müsste ich echt mal machen. Wäre, glaube ich, richtig witzig. Jo, das ist die Mintarder Brücke. Schon, wenn man das mit dem Schild vergleicht, schon recht hoch. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, weil in so gut einer Stunde die Sonne untergeht. Hier drin habe ich jetzt Naturreis mit Kümmel, Gemüsebrühe und Curry. Dazu gebe ich jetzt hier so 250 Gramm Bohnen und diese ganze Schale mit Gemüse, da ist halt Blumenkohl drin, Karotten, Paprika und Rotkohl. Ich habe jetzt hier einfach auf Reis gedrückt und warte jetzt, bis der Instant Pot gleich fertig ist. So, da ist jetzt mein Essen. Das war's für heute, ich gehe jetzt viel zu spät schlafen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Ciao Leute!